Dir. Die glauben mir auch. Warum glauben sie dir? Was willst du der Polizei sagen? Dass du das Auto geklaut hast für fremde Menschen. Das dürfen wir nicht, wa? Nein. Wenn die Polizei sieht. Was macht die Polizei dann? Und sie sagen. Ja? Sie nimmt uns in Gefängnis. Ich will nicht Gefängnis. Dann muss ich das wieder zurückfahren. Das Auto? Das ist gar nicht unser Auto. Okay, Resümee, dann fahren wir das. Aber andere sehen dann die Reise von dir, nicht von mir. Das war gar nicht meine Schuld, das war deine Schuld. Okay, Resümee, okay, dann, was machen wir jetzt? Jetzt aussteigen wir. Ja. Ich aussteige jetzt. Und dann? Wo legen wir Auto hin? Anne darf das gar nicht sehen. Okay, wir parken das und dann steigen wir gleich aus, okay? Aber das... Dann sagt die Mensch, wo ist ihr Auto? Die fragt dann, wo das Auto ist, war, weil wir woanders geparkt haben. Ja, das ist gar nicht unser Auto. Du musst es wieder zurückfahren. Und ich gehe in die Arbeit. Okay. Du musst es wieder zurückgeben. Okay, ich gebe es zurück, Christian. Okay? Aber Anne sieht es gleich. Nein, wir sind vorbeigefahren. Anne sieht nichts. Aber Dolko... Dann sagt er kurz, das ist Ihr Auto. Ja. Wir parken jetzt erstmal, ja? Aber Papa? Ja? Unser Auto ist gar nicht so aus. Ja, unser Auto ist es ja auch nicht. Ist du, ich schreie das, dann musst du gar nicht anschnallen sagen. Ja doch, du musst in jedem Auto anschnallen. Aber du darfst gar nicht in fremde Menschen. Ja, darf ich auch nicht. Wenn du in fremde Menschen gehst, dann gehst du ganz alleine, ohne mich, empfänglich. Okay. Dann gehst du ganz alleine. Ja, ich weiß. Ich gehe in Arbeit, du gehst empfänglich. Okay. Willst du empfänglich gehen? Nein. Dann musst du wieder zurückfahren. Okay, ich war jetzt zurück, Resümen. Okay. Und ich habe noch Angst. Du brauchst keine Angst haben. Aber ist der hier ist, was ist da los? Ja, dann werden sie uns Gefängnis machen müssen. Wir parken jetzt das Auto, ja? Und dann mache ich nie wieder. Nie wieder? Ich sag das Anne. Ich muss das Anne sagen. Warum? Das ist Eier. Ich sag das Anne. Klauen macht man nicht, leere Männer. Ich sag das aber trotzdem Anne. Ich hab dir was geschenkt, aber das schenke ich dir noch. Aber ich will das noch Anne sagen. Ja, kannst du sagen. Wenn Baba klaut, dann musst du das sagen. Unrecht muss gesagt werden. Ja. Wenn ich eklig in Allah sage, dann musst du auch anders sagen. Hast du recht. Aber darf Allah man? Ist schöner. Ja. Allah ist die beste Allah ist uns aufpasst. Ja, du hast recht. Und das sage ich jetzt Anne. Ja, okay, sag es Anne. Baba hat Auto geklaut und ich muss Strafe bekommen. Klauen macht man nicht. Und dann sage ich... Weil andere rufen Polizei und dann verhaften die uns und dann... Nein, dich verhaften die. Ja, mich verhaften. Nicht mich. Nein, okay, nicht dich, mich. Okay, jetzt parken wir schnell Auto und steigen aus, damit die Polizei uns nicht sieht. Ja, okay? Oder die Polizei dachte, dass es unser Auto ist. Ja, das kann sie auch. Sie dachte vielleicht, es ist unser Auto, ja? Aber wenn sie fragt, dann müssen wir ehrlich sein. Okay, Anne. Anne, du, ich sag Anne, nur dich. Okay. Es tut, dass deine Schuld war. Okay.